Heute stellen wir den MD-MXON GLD Funktionsdecoder vor. Der GLD besitzt zwei Funktionsausgänge, welche eine Reihe von verschiedenen Lichtimitationen bzw. Zusatzfunktionen bereitstellen. Und er kann gedimmt werden, beliebige Adressen, lange, große, also voller Funktionsumfang. Und an den zwei Funktionsausgängen kann man diverse Effekte einstellen, wie Blinken, doppeltes Blinken, diverse Zeitfunktionen, Einschaltverzögert-Ausschaltfunktionen, Petroleumlampensimulation, Neonlampensimulation, Feuersimulation und vieles mehr. Der GLD ist dieser kleine Decoder. Er ist nur so groß wie ein Daumennagel ungefähr. Er besitzt hier die beiden Funktionseingänge. Hier ist der Plus und da ist der Gleisanschluss. Für den Test bauen wir diesen Decoder in den LGB Post- und Gepäckwagen, hier unbeschriftet zur DRG ein. Der bietet sich idealerweise an, da er hinten die Zugschlussleuchten hat, die in echt Petroleumlampen wären, und im Inneren hat er eine Beleuchtung im Gepäckabteil, welche wir als Glühlampe einbauen werden. Dazu könnte man das dimmen, das Licht. Das verhindert, dass die Lampen, gerade die hier, über längeren Betrieb anfangen zu schmilzen. Gut, wir bauen diesen kleinen Decoder unsichtbar in die Lok ein und dann melden wir uns wieder. Von innen ist das Fahrzeug ausgerüstet mit einer Funktionssteckdose, wie man hier sieht. Jede Menge Gepäckstücke aus der MD-Modellbahnserie. In dieser MD-Modellbahnserie bieten wir diverse Gepäckstücke und wie hier diesen Kofferwagen an. Kann man auch durch die Seitentür gut erkennen. Ja, Kisten, Gepäckstücke in diversen Farben und Formen aus der MD-Serie. Hier ist das Abteil mit der Beleuchtung, welche wir jetzt digitalisieren werden. Der kleine Decoder lässt sich ideal hierhinter verstecken. Der GLD ist auch der ideale Decoder, welcher in Zusammenarbeit mit den bekannten MD G-Lights arbeitet. Für die G-Lights gibt es die bekannte kleine Kiste, wo ein Spannungspuffer drin ist und der Gleichrichter. Und da gibt es eine etwas größere Kiste, wo diese Elektronik eingebaut ist. Der Spannungspuffer ist dann vorverdrahtet hier dran. Ein Funktionsausgang ist direkt mit den G-Lights belegt. Den anderen Funktionsausgang kann man frei belegen, zum Beispiel mit einem zweiten Abteil oder mit einer Rückleuchte oder ähnlichem, sodass man eine Komplettlösung hat mit dem kleinen GLD-Decoder, sodass das in jedem Waggon eingebaut werden kann, ohne großartige Platzprobleme oder dass man was sieht oder ähnliches. Der Decoder kann natürlich programmiert werden per CV-Programmierung, Lesen, Schreiben, per Bitmanipulation. Registerprogrammierung und POM auf dem Hauptgleis wird auch unterstützt. Bei POM wird der Funktionsausgang 1 flackert einmal kurz als Bestätigung, dass die Programmierung angenommen wurde. Während der Programmierung auf dem Programmiergleis über CV Lesen, Schreiben oder Registerprogrammierung wird keine weitere Last benötigt, denn die Last zum Programmieren ist hier bereits eingebaut. Also man kann den Decoder, so wie er ist, ohne Anschluss von irgendwelchen Verbrauchern, einfach auf dem Gleis programmieren, was sehr komfortabel ist und bei allen MD-DCC-Modulen. In dem Anschluss sehen wir hier, neben der Sicherung, welche gelblich ist, kommen zwei Kontakte vom Gleis. Da schließen wir jetzt unseren GLD an. Die Neuverkabelung erfolgt, indem man die braunen verbindet und die Sicherung, den ganz linken schwarzen mit dem zweiten Sicherung. Also das hier ist der für die Steckdose. Das ist das eine Gleis und die anderen schwarzen verbindet man alle, dann hat man das andere Gleis. Die Platine kann man beispielsweise so verbinden. Die beiden Kontakte, die in schwarz ausgeführt sind, ist einmal der zweite Funktionsausgang und Plus
Und die Lampe für die Innenbeleuchtung, da ist weiß plus und gelb ist der erste Funktionsausgang. Jetzt verbindet man noch das Gleis und dann kommen wir zu der Programmierung. Der GLD arbeitet analog und digital. Gemäß Anleitung werden bei beiden Funktionsausgängen folgende Modi unterstützt. Wir brauchen für 1 dauerhaft an, beziehungsweise an-aus, also der A1, der bleibt, und der A2 für die Rückleuchten, da machen wir die Petroleum-Flackern. Ich zeige euch aber auch einmal die Leuchtstoffröhrenstart, weil das auch sehr effektvoll ist bei beispielsweise einem moderneren Wagen. Nach der Installation des GLD kann das Ganze so aussehen. Man sieht, der trägt nicht auf, er ist nur so dick wie die bereits vorhandene Platine und kann einfach darunter installiert werden. Im Weiteren kommen wir zu der Programmierung. Gemäß Anleitung, ich möchte CV1 haben mit 101, das ist meine Adresse für Güterwagen. Ist programmiert. Jetzt können wir es einmal testen. Jetzt müsste sich die Schon gut, jetzt möchten wir noch die Spezialeffekte haben. Ich zeige euch einmal den einen und den anderen. So, jetzt möchten wir noch die Spezialeffekte haben. Dazu programmieren wir CV123. Das ist für die Innenbeleuchtung des Abteils. Auf 10, das ist das Neon-Startflackern. Und CV100 128 programmieren wir für Petroleum. Petroleum ist die 9. Nach der Programmierung können wir es testen. Einmal das Neonflackern. Und das Petroleumflackern. Wir programmieren die Innenbeleuchtung auch einmal auf Petroleumflackern, weil man das besser sieht. CV123 ist 9.
Das ist jetzt das Petroleumflackern. Einfach mal für die Innenbeleuchtung programmiert. Und so sieht das fertig umgebaute Modell mit einem GLD aus. Der GLD Und so sieht das fertig umgebaute Modell mit einem MD MXZone GLD aus. Der Vorteil des GLD liegt darin, dass er zum einen nur zwei Funktionsausgänge besitzt. Das macht ihn natürlich extrem klein und extrem günstig. Zum anderen hat er den Vorteil natürlich von den extrem kleinen Abmessungen und von der großen Funktionalität. Er kann 10 Sonderfunktionen an jedem der beiden Funktionsausgänge realisieren. Man kann ihn für alle möglichen und denkbaren Imitationen einsetzen. Neon, Petroleumflackern, Fotografblitz, Feuer oder Kesselfeuer und so weiter und so fort. Er lässt sich programmieren nach dem neuesten Standard mit Programmiersperre und allem drum und dran. Hat den Vorteil, dass er sogar nicht mal eine Last braucht während des Programmierens. POM unterstützt er auch. Er ist ideal dafür gedacht, um ihn natürlich einmal mit den MD MXZone G-Lights zu verbinden. Und zum anderen ist er natürlich dafür gedacht, um, wie zum Beispiel diesen Waggon, einfach mit einem kleinen Decoder, wo zwei Funktionsausgänge mehr als ausreichend sind, auszurüsten. Man hat alle Sonderfunktionen, die auch reichen. Und er kann natürlich auch in Gebäude eingebaut werden und vieles mehr. Das ist ein Decoder für hohe Stückzahlen. Wir zeigen jetzt nochmal einmal das Modell. Per Funktionstaste 1 lässt sich das steuern. Die Innenbeleuchtung. Die soll eine normale Glühlampe darstellen. Und hinten lässt sich per Petroleumflackern das Schlusslicht an- und ausschalten. Natürlich kann auch beispielsweise, wenn man nur das Schlusslicht steuern möchte, die Innenbeleuchtung auf dauerhaft angeschaltet werden. Analog funktioniert das Ganze genauso. Man kann einstellen, welche Ausgänge analog aktiv sein sollen. Und man kann natürlich auch jede beliebige F-Taste vergeben. Ich habe jetzt 1 und 2. Man kann natürlich von 1 bis 28 alle vergeben. Jetzt zeige ich euch noch einmal kurz zum Abschluss einige der Sonderfunktionen und Spezialfunktionen. Programmieren mache ich per Hauptgleis, also immer wenn die Programmierung angenommen wird, blinkt das Abteil, also der Funktionsausgang 1, einmal kurz auf. Blinken symmetrisch, asymmetrisch, lang und kurz lasse ich raus, das kann man sich vorstellen. Fotoblitz zeige ich euch. Beim Fotoblitz ist es so, da kann man noch eine Zeiteinheit angeben, wie lange der Abstand zwischen den einzelnen Blitzen sein soll. Also das lässt sich alles noch frei konfigurieren. Ich habe jetzt den Standardwert von einer halben Sekunde, weil ich es euch nur demonstrieren möchte. Jetzt kommt der Fotoblitz. Man sieht deutlich, es ist einmal dieses Anvisieren des Blitzes und dann kommt der Auslöser, wie in echt. Als nächstes möchte ich euch Monoflop, also Kurzzeitfunktion Monoflop mit automatischer Abschaltung und Einschaltverzögerung, kann man sich vorstellen. Ich zeige euch das Kesselfeuer. Das Kesselfeuer ist am besten, wenn man eine orange und eine gelbe LED nimmt und beide Funktionsausgänge auf das Kesselfeuer macht. Man kann aber auch, dafür ist das optimiert, nur mit einem Funktionsausgang Kesselfeuer machen. Dann kommt noch die TV-Simulation. Ist auch sehr gut für Wohngebäude.